Ladies and Gentlemen, willkommen im ersten, oh nein, das erste ist das nicht, aber tatsächlich müsste es, glaube ich, wieder mal eins der ersten Unboxing-Videos, auf jeden Fall nach der Saisonpause, von uns Bunga-Nerds sein. Wir sind back, so gesagt auch hallo liebe Tabletop-Freunde. Wir haben heute für euch extra mal wieder ein Unboxing gemacht, einfach, ja, weil wir es können. Naja, putze ich gerade tatsächlich an, weil wir hauen ja aktuell mal wieder Videos raus. Wir haben auch einiges vorgesorgt an Material, haben tatsächlich aber auch ein bisschen über den Sommer eine kleine Pause gemacht, weil, ihr kennt das selber wahrscheinlich, dass ja, mal eine kleine Pause zu machen gar nicht so verkehrt ist, um nicht durchzubrennen im Hobby. Weil aktuell versorgt uns tatsächlich GW mit extrem viel Stuff. Dark Imperium ist raus, wir haben die Primaris Marines raus, die wurden supported. Jetzt kommt die Death Guard. Zwischendurch gab es den Codex, was gab es noch? Chaos Space Marines, Grey Knights. Der nächste steht jetzt an dem Wochenende an. Heute ist Mechanicus vorbestellbar. Bis Dezember soll noch mehr kommen, also oh, mein Geldbeutel. Aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Gut, das sagt sich natürlich immer so leicht, wenn man die Sachen hat oder man holt sich oder man hat es eh vor oder man hat das Geld. Aber andersrum, es muss ja nicht heute immer gleich sein. Wenn der Kerl euch zu teuer ist, dann einfach ein bisschen sparen. Haben wir ja damals alle gemacht als Kinder, als Jugendliche. Machen wir heute noch quasi. Macht euch nichts draus. Der Kerl ist es aber tatsächlich wert. Also meiner Meinung nach. Wir machen heute ein Unboxing. Meiner Meinung nach, ich bin nicht parteiisch, muss sagen, ich habe noch keine Death Guard. Ich habe tatsächlich Death Guard Modelle rumliegen durch Dark Imperium. Ich bin die ganze Zeit über überlegen, ob ich tatsächlich die Primaris Marines als Chaos Marines mache und halt die anderen dazu auch. Mortarion ist halt ein geiles Modell. Die meisten feiern ja tatsächlich diese kleinen fliegenden Nörglings. Absolut geil, wäre eine Hammer Sache, wenn die als Einheit rauskommen würden. Mortarion selber kann man sich streiten, da gibt es tatsächlich gespaltene Meinungen. Ich glaube, nach der Geschichte her hat er Federflügel. In dem Fall hat er tatsächlich so eine Art Lederflügel, finde ich eigentlich ziemlich cool im Gesamten. Das Modell an und für sich ist schon verdammt geil. Der Preis ist so eine Sache, das schreckt natürlich ein paar Leute ab, der liegt bei 110 Euro. Man muss dazu aber sagen, ich weiß nicht, also ich mache das Hobby schon seit 20 Jahren. Man weiß tatsächlich auch viel, dass es A, klar, Produktionskosten brauchen wir uns nicht unterhalten und Co. Aber da steckt ja A, die Firma dahinter, die euch supportet mit Läden und Rat und Tat. Klar, der eine hat ein bisschen mehr negative Erfahrungen gemacht, aber grundweg kann man sagen, wenn man nicht auf den Mund gefallen ist und miteinander kommuniziert, funktioniert das super. Die müssen ja bezahlt werden. Andersrum muss man sagen, das Modell, wenn man halt mal verkauft, gleich, klar, so ein Lord of Change kostet, glaube ich, 90 Euro. Ich meine, Magnus, scheiße, was kostet Magnus? Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber auch so ein Drehen, der ist nochmal einen Tacken höher. Allerdings kostet zum Beispiel ein Ritter 124. Also ihr seht, über Preise kann man sich nicht unterhalten. Entweder man findet das Modell geil und man hat das nötige Kleingeld und sagt, man holt sich den. Wenn man sagt, okay, ist mir zu teuer, ist auch in Ordnung. Oder man spart halt. Gibt halt nicht viele Optionen. Ich muss sagen, er steht auf meiner Malliste. Vielleicht werde ich euch, was heißt vielleicht, ich kann euch tatsächlich wahrscheinlich noch ein Mal-Tutorial zeigen ein bisschen. Muss ich mal gucken, wie ich das zeitlich hinkriege. Ja, ich werde ihn wahrscheinlich auf jeden Fall malen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr habt lang genug auf die Packung gestartet, ihr habt mir lang genug zugehört. Jetzt werden wir hier mal reingucken. Das Übliche bei der Packung ist ja, Doppelverpackung. Auch kurz gesagt, ihr müsst ein bisschen das Videoformat jetzt entschuldigen, also den Kamerawinkel und Co., weil ich tatsächlich mein blödes Stativ nicht finde. Das habe ich hier so improvisiert und die Kamera steht tatsächlich auf einer imperialen Bastion mit Gummibändern festgemacht. Aber es muss reichen. Ja, Doppelverpackung bedeutet, das heißt, ihr habt halt einen Karton, könnt ihn rausholen und habt hier drin, ich muss die andere Seite nochmal losmachen, hier zack, 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 weil das ist doppelt fixiert, könnt ihr tatsächlich diesen Karton rausmachen. Zack, ich habe. So, dann habt ihr nämlich ein solches Cover auf der einen Seite. Das ist Mortarion selber, den kennt ihr ja, den Kerl. Positionstechnisch, er kann tatsächlich in zwei Varianten gebaut werden. Einmal diese Variante und er kann die Sense wechseln und eher so eine angreifende Pose machen quasi. Finde
Ich weiß nicht, was ich besser finde. Ist schwer. Ich finde dynamischere Bosen immer etwas besser. Was heißt dynamischer? Ist jetzt nicht so extrem, aber er passt halt. Ja. Gut, Verpackung zur Seite. Ab geht's hier. Schauen wir mal rein. Das Übliche, wir haben hier die Bauanleitung wieder sehr schön in Farbe gehalten. Da kann man sich tatsächlich überstreiten über das Farbschema. Haben sich die Leute auch ein bisschen zerrissen. Modelltechnisch kommt es, glaube ich, sehr gut an. Abgesehen von den Flügeln, wo die Hälfte so ein bisschen sagt, ja, nein. Farbtechnisch muss man halt sagen, ja, natürlich, das ist natürlich wieder eine Gewebemalung. Sie ist nicht ganz so düster gewählt, ist natürlich auch durch die Belichtung halt sehr hell, die Rüstung. Er ist schon nörgeltypisch, aber ich glaube eher mehr durch das Modell. Ich glaube, man kann viel, viel mehr rausholen, wenn man die Bemalung nochmal richtig schön düster macht und noch mehr mit Wettereffekten arbeitet, weil an und für sich dafür, dass er halt hier Pusteln und Co. hat, Einschusslöcher, ist die Rüstung an und für sich schon sehr sauber. Halt. Also es ist ja ist Geschmackssache. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Reingeschaut. Wir haben die übliche Bauanleitung. Das heißt, ihr seht tatsächlich sehr schön farblich, was wo aneinander gehört. Ihr seht halt auch tatsächlich gelb markiert, was tatsächlich dann halt geklebt werden muss oder wo die Klebestellen sein sollen, bitte wo es drauf kommt. Blau, was bedeutet eigentlich blau? Variable Bauweise steht hier, glaube ich. Also, ja, gut. Ja, oh, man sieht eigentlich, dass es eigentlich ja, nicht viel zu bauen gibt. Also es sind schon einige Teile. Ich sehe gerade hier Nummerierung Teil 60. Dann hört es aber schon langsam eigentlich auf. Ja, das sind dann die anderen Bauvarianten. Profilwerte kommen wir gleich dazu. Wir schauen uns mal kurz den Gussrahmen an, weil ich will euch auch nicht zu lange an diesem Video fesseln. Build-up werde ich, ich weiß nicht, ob ich ein Build-up schaffe. Das Problem ist, die Kamera hat so einen scheiß Winkel. Vielleicht schaffe ich es noch, auch 15 Minuten Zeit habe ich, so einen Schnelldurchlauf zu machen. Ja, hier die Details. Also, man muss sagen, er ist sein Geld wert. Also meiner Meinung nach, ja. Man muss immer bedenken, das sind neu entwickelte Sachen, wo Designer sich hinsetzen, die bezahlt werden. Klar, die Maschinen, alles drum und dran. Profilwerte spiegeln den Preis auch wieder. Aber man muss auch sagen, detailtechnisch. Also, das ist jedes Mal, wenn ich das sage, glaube ich eigentlich nicht dran, weil ich weiß, es wird immer besser, weil ich habe nichts Besseres gesehen. Das ist wirklich so ein Qualitäts. Geschichte, wo ich sage, boah, der Detailgrad, die Dynamik, die Möglichkeiten, die man halt mit den Bausätzen hat, ist unübertroffen. Tatsächlich wird sie halt jedes Mal wieder neu übertroffen. Base ist, scheiße, was ist denn das? Das ist, glaube ich, eine 110er Base. Also, mal vergleichen, hier habe ich mal meinen 109er, das ist ein normal typisches Flugbase. Oh, hier legen sich alle Magnete ab hier, bam, zack. Und hier ist sein Base, also base-technisch, ja, mal gucken, wie gleich der Größenvergleich ist. Also, kann schon was. Hier haben wir den zweiten Gussrahmen. Was haben wir denn hier Schönes? Ja? Hier diese ganzen, was sind das eigentlich? Minen? Ja, keine Ahnung. Schlägt alles so. Wahrscheinlich ist da irgendeine Seuche drin, wenn die aufprallt, dann explodiert die und dann gibt es schön Todesseuche. Oder wo haben wir denn mal hier die kleinen Nörglings? Hier. Was ist das denn, Jürgen? Was ist das? So ein kleiner Nörgel-Olifant oder was? Übel. Wie geil. Okay. Hier haben wir einen Teil eines fliegenden hier. Oh, da muss er rein. Fliegender solchen Mini-Drohne, was auch immer. Nörgling. Sehr geil finde ich tatsächlich diese Rauchschwaden, die jetzt aktuell ja auch seit der Dark Imperium-Packung Mode ist. Das ist halt sehr, sehr geil, weil man dadurch richtig geile Effekte machen kann. Oh, ja, die Mini-Flügel. Ja, schön wäre es, wenn die noch weiter da sind oder kommen würden. Ja, ihr seht, der Gussrahmen beinhaltet eigentlich nur, also die Packung beinhaltet nur zwei Gussrahmen. Ist aber auch nicht weiter schlimm, weil warum soll man es unnötig verkomplizieren? Hier sieht man auch, dass man extrem wenig Platz hat. Also die Jungs arbeiten tatsächlich sehr effizient und pressen so viel Kunststoff wie möglich rein. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ist ein geiler Bausatz, meiner Meinung nach. Wird sich auch gleich zeigen, wenn ich den zusammenbaue. Vom Profilwert her, gut, ich weiß sogar am wenigsten Bescheid. Da wisst ihr natürlich vielleicht sogar noch mehr Bescheid. Wir können aber mal eben mal reinschauen. Englisch ist not so good for me. Nein, Spaß geht tatsächlich, aber es muss ja nicht unbedingt sein. Hier, Motarion. Motarion
Hat Bewegung 12 standardmäßig. Wenn er 18 Lebenspunkte hatte, wenn er bis 9 runter ist, bis 9 hat er noch so viel Bewegung, danach geht es auf 10 und minimal auf 8 runter. Kampfgeschick BF ist ziemlich geil, er trifft alles auf die 2. Stärke 8, Widerstand 7, 18 Lebenspunkte ist eine Statline. Also ich habe letzten Turnier habe ich tatsächlich ein Lord of, nee, ich habe einen Kairos Schicksalsweber gespielt mit 16 Lebenspunkten, glaube ich. Muss aber sagen. Oh. Ja, niesen ja, Hatschi. Pfui. Muss sagen, das ist, es ist krass. Also, die sind sehr widerstandsfähig. Natürlich durch Widerstand 7, selbst Laserkanonen und Co. alles verwundet den halt nur auf die 3, nur in Anführungsstrichen, aber das ist schon wirklich gut. 18 Lebenspunkte, das bedeutet 3 Laserkanonen, Schüsse, RWR Blatt, wenn man halt volle 6er macht und keine Schutzwürfe. Aber er hat ja noch Schutzwürfe. Er hat eine 3er Rüstung, das heißt, bedeutet, eine normale Laserkanone hat einen 6er Rüstungswurf noch. Er hat tatsächlich aber halt seine ganzen Fähigkeiten. Das heißt, feindliche Einheiten innerhalb von 7 Zoll Mortarien müssen 1 von ihrem Widerstandswert abziehen. Okay, das ist für den Gegner. Du darfst Trefferwürfe von 1 wiederholen in 7 Zoll. Sehr geil, sie haben die Zahl 7 halt wieder schön aufgegriffen. Er hat einen Rettungswurf von 4 plus. Was macht er noch? Seuchenwirt. Wirf einen Würfel für jede feindliche Einheit, die sich zu Beginn der Nahkampfphase innerhalb von 7 Zoll um Mortarion befindet und schau auf Mortarions Schadenstabelle nach. Wenn das Wurfergebnis gleich oder höher ist als der erforderliche Wert, erleidet die Einheit für die gewürfelt wird W3 tödliche Wunden. Okay, das heißt, im Prinzip, wenn man ihnen zu nahe kommt, wird das echt ätzend, weil der Widerstand gesenkt wird, tödliche Verwundungen verursacht werden, stinkender Untergang ist bestimmt auch nochmal irgendwas. Also, wenn er seinen letzten Lebensschwung verliert, okay, dann explodiert er, macht er auch einen Innerhalb, also wie so ein Ritter. Mortarion darf in jeder befreundeten Psi-Phase 2 Psi-Kräfte manifestieren, in der gegnerischen 3 Psi-Kräfte bannen. Okay, er kennt Schmetterschlag und Disziplin der Verseuchung. Muss man gucken, weiß ich nicht genau, welche Psychkräfte. Ich weiß, dass er, glaube ich, auch wieder dieses C auf jeden Fall hat. Warte, steht das sogar auch irgendwie? Da wieder werde ich C. Ist, meine ich, sogar ein 5er-Schutzwort. Das heißt, er hat eine 3er-Rüstung, hat einen 4er-Save und einen 5er-Ignorieren. Wenn man das Ganze. Nee, ich weiß gar nicht, ob man. Kann man die Kriegsherrnfähigkeit noch dazu aus dem Regelbuch noch dazu machen? An und für sich ja, dann hätte er quasi einen 5er widerwärtig C und einen 6er nochmal Schutzwurf. Das macht ihn natürlich dann sehr widerstandsfähig, weil letzten Turnier mit dem Kairos Schicksalsweber, muss ich sagen, die halten durchaus viel aus. Problem ist, sie sind halt Ziele, die auswählbar sind. Das heißt, man kann sie nirgendwo verstecken. Also sind nicht immun. Und es sind halt verdammt viel Stärkeschüsse unterwegs. Das heißt, man hat halt Fortschritt ist erlaubt. Da gibt es einige Sachen, die dann einfach mal Haufen Lebenspunkte abziehen. Muss man gucken, wie gut der spielbar ist. Ich glaube, der Synergie wird noch interessant, weil Motaria und soweit ich weiß, kriegt jetzt am Wochenende auch noch eine Leibgarde. Das sind so drei Terminatoren-Typen. Ich weiß nicht, was so Profilwerte sie haben. Ich müsste mal echt in Codex reinschauen, aber das schaffe ich heute echt tatsächlich nicht, Jungs. Macht vielleicht der Flo vielleicht mal noch ein Review über den Codex. Ja, ansonsten, ja, die nehmen halt die Lebenspunkte halt noch. Also da ist so wie bei Tau mit Drohnen. Wenn die in der Nähe stehen, springen die rein und nehmen die Wunden ab. Zur Waffe selber, er hat ein okay, er hat eine Laterne dabei. Okay, ich glaube, Laterne ist damit so gemeint, dass er seine Plasma-Pistole, weil 18 Zoll, ein Schuss, Stärke 8, minus 3 und 3 feste Schaden. Wenn du mit dieser Waffe. Geht meine. Achso, das war mein Handy. Okay. Wenn du mit dieser Waffe triffst, siehst du eine gerade Linie von dem Punkt an Mortarion's Base, der zur Zieleinheit am nächsten ist. Bla 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 bla. Handle einen einzelnen Treffer mit dieser Waffe gegen jede Einheit, die vom Zentrum der Linie berührt wird. Oh, okay. Quasi so eine Art Todesstrahl. Hat zwar nur einen Schuss, aber so einen Seuchenstrahl. Klaue und Zehen der Begleiter. Oh, das ist cool. Die kleinen Nörglings haben eine Attacke mit Stärke 2, 0 Durchschlag und einen Schaden. Ist aber eine Seuchenwaffe. Das heißt, wenn du attackierst, hast du Verwundungswürfe von 1 wiederholen. Und jedes Mal, wenn Mortarion kämpft, darf er W6 zusätzliche Attacken mit dieser Waffe durchführen. Ah, okay, nicht eine Attacke, er macht immer W6 von diesen. Ist nicht schlecht. Kleinvieh macht auch viel Mist. Stille. Stille ist seine Nahkampfwaffe. Einmal kann er quasi mähende Sense benutzen oder halt den ausweitenden Hieb. Die Sense hat er ganz normal seine Stärke, die er hat. Macht minus 2, macht ein Damage. Okay, das ist noch nicht so berauschend, aber dies ist eine Seuchenwaffe. Okay, das heißt, du darfst eins wiederholen. Führe für jede Attacke mit dieser Waffe drei Trefferwürfe statt einen durch.
Okay, das ist natürlich dann, ja gut, drei Trefferwürfe wiederholen. Sind die kombinierbar? Stille? Kann er die beide Sachen gleich? Nee, man muss ja Attacken aufteilen. Ne? Attacken hat er tatsächlich sechs Stück im Grund. Ausweitender Hieb, okay, der ist natürlich schon besser. Macht nämlich den Schaden um zwei höher. Das bedeutet, er hat Stärke 16, minus 4. W6 Schadenspunkte, ist gut. Seuchenwaffe, also alles ist Seuchenwaffe, das heißt, du darfst halt immer die Verwundungswürfe von 1 wiederholen. Ah, okay, jetzt erklärt sich das. Phosphex-Bomben sind diese kleinen Dinger, die ich gerade gefragt habe, was sie sind. Die haben tatsächlich auch eine Bewandtnis. Innerhalb von 6 Zoll Reichweite kannst du sie werfen halt quasi. Machen 2W6 Treffer. Wie krass ist das denn? Stärke 5, minus 1 und 1 Damage. Also so gesehen muss ich sagen, ist der ziemlich krass, wenn der halt nah genug rankommt. Also wenn man ihn quasi nah genug an sich ranlässt, und das ist mit einer 12er-Bewegung gar nicht so leicht, ihn fernzuhalten, kann er halt viel Schaden machen, weil er den Widerstandswert halt senkt des Gegners. Dadurch sind selbst die kleinen Begleiter gar nicht so doof. Phosphex-Bomben sind dadurch auch Granate mit Stärke 5. Gut, die verwunden im Durchschnitt auch schon auf die 3 mit gegen Widerstands-4-Typen. Ja. Ja, kurz gesagt, oder lang gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Also seine Statline grundsätzlich ist schon geil. Ja, kostet 24 Machtpunkte. Ich müsste gucken, was das an Punkte generell ist. Ich kann mal eben, ja, warte mal, ihr bleibt einfach mal an. Und meine Stimme wird immer leiser, weil ich einfach wieder in den Hintergrund verschwinde. Ich schnappe mir mal so einen Kodex hier. Zack, hier ist er. So, habe ich aber noch OVP, muss ich auch unboxen. Kommt ihr gerade aber mal nicht mit. Also einmal aufschneiden hier. Bam. So, reingeschaut in das Moped. Ja, Codex Hereticus Astartes Death Guard. Astartes? Oh, das war mal Astartes. Astartes. So. Reingeschaut. Wo haben wir das Moped? So. So, wo haben wir denn hier? Money, bla bla bla. Oh, nicht reingucken hier. Oh, Spoiler. Motarion. So, kurz gesagt, halt die Fresse und guck einfach nach jetzt hier. Demon Prince, Typhus freue ich mich auch schon. Sorcerer, Packman. Hallo? Wo ist der denn? Steht der jetzt hier ganz hinten oder was? Okay, er steht, Motarion steht nicht im Kodex. Nein, Quatsch. Steht hinten, weil er ist, soweit ich weiß, auch wie heißt denn das hier? Kriegsmonster, Mega, Monster-Charakter-Modell, Demon Primarch, Fliegen Motarion. Okay. Punkte. Ich bin ein Trottel. Hier muss ich ja nachgucken. Muss ich mir auch dran gewöhnen, dass man diese Übersichtszeiten hat. Motarion. Ich gucke hier nach, wie so ein. Wie der letzte Noob. Da, Punkte wäre. MV Motarion. Gibt's nicht. Haben sie rausgenommen. Motarion, hier haben wir ihn auf der Sonderseite. 470 Punkte. Also 470 Punkte, muss ich sagen, für 18 Lebenspunkte und diese Fähigkeiten. Also kann man, wenn man jetzt ein 1850er-Punkte-Turnier macht, wenn man ihn mitnimmt, hat man noch knapp 1,4 übrig. Für 1,4 kann man, denke ich mal, einige coole Sachen mitnehmen, weil ja, allein die Poxwalkers kosten ja nichts. Da haben wir hier mal noch so eine Punkteübersicht. Die Blightlord Terminators kosten 38 Punkte, Kultisten kosten 4 Punkte, Land Raider 239, Chaos Lord 74, der Predator 90, Rhino 70, 33 die Spawn, der Dämonenprinz 146, ja, Defiler 152, Deathshroud Terminatoren 50, Faux Blightspawn, ja gut, das sagt mir jetzt alles tatsächlich noch nichts. Aber die Punktewerte gehen auch, Boxwalkers kosten 6 Punkte. Ja, geht eigentlich. Also so ein 10, kann man schon ein bisschen was auffüllen, wenn man dann wirklich nur noch 1,4 hat. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Sieht geil aus. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Also viel Spaß beim Zusammenbauen. Ich werde jetzt hier mal aufhören mit labern. Sonst habe ich hier gleich tatsächlich noch einen Codex erklären und keinen Kamera-Stuff mehr. Weil ich baue das Moped hier zusammen und schaue, dass ich euch da ein bisschen dran teilhaben lassen kann. Sprich, ich versuche mal die Kamera anzulassen. 40 Minuten habe ich Zeit. Und euch tatsächlich noch ja, ein Gesamtbild zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist halt kein krasses hier jetzt Unboxing. Ihr habt wahrscheinlich auch schon die Sachen online gesehen. Es gibt ja schon einige Händler, die malen schon an und so weiter und so fort. Aber
Freut euch auf unseren Channel, wir sind wieder präsent. Wir werden auch natürlich jetzt ein bisschen Crossover machen, das hat er auch mal jetzt in diesem Video gesagt, obwohl es ein Unboxing ist. Das heißt, seid nicht enttäuscht, aber wir fächern tatsächlich ein bisschen weit im Hobby. Pfeife, wisst ihr ja, und Deli sind halt TNT, haben ein bisschen 40k auch wieder angefangen, also da könnt ihr euch auch wieder was erwarten. Der Mozi und Flo sind viel Herr der Ringe am Start. Ich, der Banse und der Schlebi machen hauptsächlich 40k noch. Also ich muss meine Tau momentan ein bisschen aufmöbeln, deswegen habt ihr auch gerade so ein Tau-Modell gesehen. Wir crossoven quasi überall hin, weil man kann nicht einfach jahrelang nur 40k machen. Ich weiß, ihr feiert uns wegen 40k und wegen unserer Art, aber schaut einfach mal in die Videos rein. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da. Wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Gibt ja noch genug andere Channels. Ich glaube, ihr könnt pro Woche gar nicht genug 40k-Videos gucken. Spielberichte kommen auch demnächst. Wir arbeiten da an einigen Projekten und Sachen. Ja, lasst euch überraschen. So, jetzt halt die Fresse hier und mach einfach mal. Ich labe hier schon wieder mir einen Ast ab. Alles klar, ich bin raus. Viel Spaß, schönes Wochenende euch und ich baue das Moped jetzt. Fertig. Oh, wie lange habe ich jetzt gebraucht? Scheiße. Keine Ahnung, 2 Stündchen, glaube ich auf jeden Fall. Ist ein mega Bausatz. Also nehmt euch dafür Zeit. Mega viele Details dran. Ich habe tatsächlich alles zusammengeklebt. Das wird noch eine Herausforderung werden beim Anmalen. Weil, ja, ist, ich glaube, also in Teilen zu bemalen wird schwierig. Also man, ich weiß es auch noch nicht, wer. Was das wird. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Geiles Teil.
Größentechnisch sieht man mal den Vergleich. Hier ist ein Lord of Change daneben. Das heißt, er ist tatsächlich größer. Wenn man auch, also es ist schwierig zu sagen, weil seine Pose ist halt, aber guckt euch, das sind die Knie an. Weißt du? Das sind die Knie eines normalen Primaris Marine und da er ist schon mega groß. Also es ist schwer zu sagen, einen größeren Vergleich zum Magnus zu machen. Gut, Magnus ist halt ein Dämonenprimarch. Gut, der ja auch. Magnus ist aber halt nochmal ein bisschen muskulöser, mehr Dämon als Primarch. Ist echt wirklich schwer zu sagen. Also ich glaube, Magnus ist ein bisschen größer. Dafür hat er aber nicht so viele Details wie der gute Herr. Hier daneben ist ein Storm Surge, ein 109er, glaube ich, heißt der. Da ist ein Ghost Keel. Da sieht man mal tatsächlich den Größenvergleich im Gesamten. Hier ein kleiner Groot und ein Marine. Also das Ding ist schon für das Schlachtfeld, für Spielfeld, ist das schon brutalst. Schau mal hier, warte mal, die kleinen Pillemänner mache ich mal vorne ab, weil die mache ich später. So, jetzt hier mal, zack. Hier sieht man ihn tatsächlich mal in, im schönen Licht. Also die Details sind der Wahnsinn. Da oben nochmal aus den Auspuffdingern da, oh scheiße, wie bemale ich das? Verdammte Axt, ey. Also der wird brutalst. Absolut. Ich hoffe, ich kriege das hin. Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung für mich. Dann könnte ihn, also man sollte ihn auf jeden Fall unten vom Base ablassen, dass man von unten dran kommt. Mal gucken, ob ich den dann noch ablösen kann. Ich lasse ihn jetzt erstmal drauf. Ich werde einiges mit Airbrush und Pinsel machen. Er wird auch bei mir düster bemalt werden. Das heißt, da kommen auch noch sehr viele Effektfarben dran. Ich bin tatsächlich mal gespannt. Meiner Meinung nach, wenn man den Detailgrad mal genau betrachtet, ist der für 110 Euro im völlig Normalbereich. Also es gibt andere Hersteller, die genauso solche Charaktere herstellen, vielleicht auch in dem Größenformat. Also dass da was unter 100 Euro geht in den Detailgrad, ganz ehrlich, no way. Ja, wir müssen halt betrachten, es gibt andere Bausätze, es gibt, keine Ahnung, Lord of Change liegt bei, was liegt der, glaube ich, auch bei 90 Euro, aber für ein 20 mehr, also der Detailgrad von diesem Kerl ist tatsächlich unübertroffen, ohne Scheiß. Also das sage ich nicht, weil ich es hier sagen will oder müsste oder so, doch, weil ich es will auf jeden Fall, muss definitiv nicht. Nurgle ist eigentlich sonst nie mein Ding, aber... Ey, kannst du sagen, was du willst. Ist ein Hammerteil. Macht euch selbst ein Bild davon. Könnt ihr euch anschauen. Definitiv. Keine Ahnung, wo ihr euch anschauen könnt. Oh, scheiße, ich habe schon wieder einen Clown gefrühstückt. Nein, also es gibt vielleicht ein, zwei GW-Läden oder wahrscheinlich auch mehr, die den haben werden. Das heißt, schaut mal ruhig vorbei. Guckt euch das Moped an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, der Videozusammenschnitt funktioniert einigermaßen halbwegs. Dementsprechend viel Spaß und somit bin ich raus.